Zur Akademie will ich ganz bestimmt nicht zurückkehren. Da, oh, nein, nein, weg da, raus da. So, und wir spielen hier weiter im Skylanders Trap Team. Im letzten Part haben wir gut schon Wildfire ein bisschen antesten können und aber auch den Schurken, den wir eingefangen haben, ins Wasserportal. Und in diesem Part werde ich mal was Neues ausprobieren. Es brennt lichterloh. Oh ja. Eine feurige Version. Und es ist Lightcore Smolder Dash aus Skylanders Swap Force. Von damals noch bekannt. Und ich will einfach mal zeigen, wie die Charaktere hier so aussehen in Skylanders Trap Team. Gut, wir haben Smolder Dash natürlich voll aufgelevelt schon fast. Warte mal, das passt schon so. Das muss hier rüber, denn da drüben ist noch ein Schlüssel versteckt. Den will ich mir natürlich krallen. So. Da haben wir auch noch unsere tolle Fee. Was gibt's Neues? Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Okay, also hier kann man nur ein bisschen Upgrades kaufen. Eigentlich könnte ich da schon eins dazu kaufen. Tada, was war da cool eigentlich? Blutsprint. Werde ich das mal machen. Das sieht grafisch, glaube ich, sehr toll aus. Zum Herzeigen auch. Damit man schon mal Feuerkraft! sieht, wie sich Smolder Dash hier so ins Skylanders Trap Team schlägt. Okay. Also Y halten, das haben wir gehabt. Und ein riesiger Feuerball. Gut, gut. So. Ich erzähl dir von Dreamcatcher. Die Nacht ist Zeit zum Schlafen, in der du nichts versäumst. Doch sie stiehlt dir Gedanken, noch während du träumst. Und ihr wisst, wer Dreamcatcher ist, glaube ich. Und zwar ist... Nein, dich habe ich schon im letzten Part zur Genüge gezeigt. Ja. Also Dreamcatcher ist ein weiterer Schurke auf dem Poster von Skylanders Trap Team zu sehen. Hey, stimme ich nie nicht die Show. Was hat er gesagt? Der Ion Windelement. Kann ich auch mal probieren. 150. Jo, das ist ganz schön Gas. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Damage hier in Skylanders. Sieht aus, als wäre das ganze Gebiet wegen einer Gegnerplage abgesperrt. Wie gut, dass ich immer vorbereitet bin. Und damit meine ich, dass ich eine Bombe habe. Wirf dieses Ding einfach auf die Barriere und geh dann während der Explosion ganz langsam weg. Das sieht immer cool aus. Swap Force wollte ich sagen. Nein, ich nicht. Der kam wieder aus dem Nichts herbeiteleportiert. Und ich war komplett unvorbereitet. Ach du grüne Guacamole! Diese Trolle meinen es wirklich ernst. Tja, Compadre, wir aber auch. Hier wäre so eine Bombe mal wieder sehr praktisch. Okay, diesmal wurde ich echt am blinden Fleck Das war erwischt. höchste Qualitätsabrissarbeit, Amigo. Gut, ich habe da noch ein Ding. Willst du eins vielleicht da oben? Ja, das hat einen Volltreffer gegeben. So. Anscheinend muss ich vorher noch natürlich alle Gegner hier besiegen. Ihr könnt mir hier nichts antun. So schnell verbrennt man sich die Finger. Ja. Hi ho, Skylander. Ich bin es, Blobbers. Ich habe mal wieder eine unglückliche Entscheidung getroffen und einen Job auf dieser Insel angenommen. Nur um dann zu merken, dass Trolle sie übernommen haben. Aber jetzt, da du hier bist, scheint sich mein Glück endlich zu wandeln. Folge mir einfach diese Lüftung hinauf, dann zeig ich dir, wo du noch mehr Steinköpfe findest. Alles klar, gut. Wir werden seine Arbeitsbedingungen garantiert verbessern. Aber nachdem wir der Gulper hier immer dreinredet, denke ich mal, dass ich da einen anderen zu mir rufen werde. Sheep Creep. Gut, zumindest werde ich hier nicht unterbrochen. Okay, neues Traptanium, da muss ich natürlich sofort einwechseln, und zwar einen Trapmaster. Snapshot in dem Fall. Ansonsten habe ich ja leider noch nicht viele. Oh nein, den Hut müssen wir gleich mal wegmachen. Der gefällt mir gar nicht. Also, nein, Minus war es auf dem Sogar noch Gamepad. Toller als gedacht.
Ja, jetzt sieht man einerseits auf dem Gamepad den gleichen Screen wie hier auf dem Hauptbildschirm und ich will den Hut wegmachen. Gut, weg damit! Schnell, kein Hut. Und Schmuckstück, kann ich da auch eins aufsetzen? Ah doch. Elementardiamant. Vielleicht bringt das irgendwie Elementarverbesserung, ich weiß es nicht. Okay. Jetzt habe ich übrigens auf dem Gamepad Sheep Creep hier zu sehen. Mit grünen Kristallen umrandet. Oder umgeben von grünen Kristallen. Buzzerbeak. Und da merkt man schon, Sheep Creep mit den grünen Kristallen Umgebung. Haben wir natürlich die Falle gemeint. Denn Sheep Creep ist ja natürlich noch in der Falle eingeschlossen, aber das werden wir jetzt ändern. Und dann, wenn man zu dem Schurken wechselt, hat man auf einmal den Skylander hier auf dem Gamepad zu sehen. Also nichts Großartiges in dem Fall, aber gute Integrierung, das definitiv. Man sollte aber trotzdem tunlichst auf den Mainscreen hier achten. Nicht, dass ich hier noch erwischt werde. Also komm, gib Gas, bisschen Sheep Creep. Luftelement, habe ich da irgendein Star? Oh, wo sind denn alle Gegner auf einmal hin? Einmal kurz weggeschaut und schon haben sie sich aus dem Staub gemacht, oder wie? Komm. Oh, 180 mit dem Schwert. Ich hatte ja noch nicht die Gelegenheit, hier diese Attacke auszuführen. 270 mit einem Critical Hit. Oh mein Gott, das geht hier richtig ab. Wenn man da jetzt noch... Oh, zusätzlich... Warte mal, das ist er! Das ist der Main Boss. Und wenn man da jetzt zusätzlich noch das Windelement drinnen hat und so einen Damage macht, boah, da geht's ja richtig ab. Denn wir sind schon weit über 100% Damage-Steigerung mit dem Element. Also, da kann man schon Mörder-Damage erwarten. Vielleicht sollte ich hier einfach mal mehr zum Bogen greifen. Wie kannst du eigentlich angreifen? Der schwirrt immer auf mich zu, aber mehr geht dann trotzdem irgendwie nicht. Also, Hit-and-Run-mäßig durch die Gegend laufen hier mit Snapshot. Hey, der war komplett verschossen, Mann. So, das war aber ein Treffer. Buzzerbeak besiegt. Ja, Luftfalle habe ich auch. Eine Luftfalle ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Das Portal hat jetzt auch eine Soundausgabe, ähnlich oder zur Unterstützung zu dem Sound von der Wii U. Eine Luftfalle ins Portal. Ja, kann ich nicht. Warte mal, nicht fangen. Ah, ein bisschen Gold. Und den Himmelstein. Also, definitiv zu empfehlen. Oh. Zahltag. Also, definitiv zu empfehlen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wo war ich denn? Keine Ahnung. Wo muss ich eigentlich hin? Hier hoch? Das schon? Aber die Schriftrolle werde ich mir jetzt noch schnell krallen. Denn die wird schon einiges an XP geben. Ich kann nicht nur schneller fliegen als das Licht, sondern auch als die Dunkelheit, der Schall, die Zeit und ja, auch als das abstrakte Konzept der Liebe. Ja, Sheep Creep lacht mich schon aus. Schon wieder eine Falle mit dieser Schriftrolle. Schon wieder hat der Flynn hier ein Wörtchen mitzureden gehabt. Ich bin ja gespannt. Anscheinend sieht es danach aus, dass Flynn hier eine Geschichte erzählt. Oh, ich wollte dich auch durch diese Lüftung führen, aber sie scheint verstopft zu sein. Schieb einfach diesen Felsen da oben auf die andere Lüftung hier drüben. Dann wird der Dampfdruck so groß, dass dieser Stopfen kaputt geht. Das wird so aufregend. Ja, gut. Aber in dem Fall will ich noch einen anderen Lightcore Skylander zeigen. Auch aus der Swap Force Generation. Auf zu den Sternen. Ja, mit dieser Lüftung kommt man schon den Sternen ein bisschen näher. Interessant. Ein Stein hatte ich früher nie zum Jetzt Rollen. Können wir wieder auf dem Dampf reisen. Fühlt sich sehr dynamisch an, den Stein zu bewegen, weil die ganzen
Blöcke sind ja nur in bestimmte Richtungen zu bewegen. Stärker. Aha, hier haben wir noch was. Wieder ein Fragezeichen-Element. Dies ist ein Rätseltor, Portalmeister. Es erfordert ein unbekanntes Element. Ja, das Problem ist jetzt, wenn ich alle Trapmaster durchwechsle, das dauert auch eine Menge Zeit. Die kann ich vielleicht separat mal zeigen, die ganzen Tore hier. Aber in dem Fall schaue ich lieber mal weiter. Der erste ist die Flügelsaphir für uns. Sehr schön. Ein Glücksbringer. 2% Rabatt auf die Verbesserungen, die wir schon kennen. Ich weiß nicht, ob ihr Starstrike kennt. Da geht es darum, die Kugel, die immer zurückkommt, weiterzuschießen. Denn da macht man dann um einiges mehr Schaden. Oh, die sind schon alle weg. Auch gut. So, hier haben wir noch ein Herz. Das kann ich ihm hier geben. Was gibt's Neues? Ich schätze, wir werden noch einen Felsen brauchen. Oh ja, kein Problem. Und da oben haben wir auch schon gesehen einen neuen Gegner, oder? Wer bist denn du? Werden wir schon noch rausfinden. Aber zuerst mal den Felsen hier runterschieben. Oh, du Armer, du wirst gleich vom Felsen überrollt werden. Oh nein, er hat mich voll getroffen. Dein Stern scheint zu sinken. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Und schon geht's wieder los. Oh ja. Und was noch? In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Oh Mann, da gibt's schon wieder viel Neues. Was noch neu ist, der Stein hat nur 100 Damage gemacht. Ansonsten war es immer so, dass der Gegner instant down war. Das ist hier auch neu. Ein Abenteurer. Ich erzähl dir von der Golden Queen. Sie liebt es, wenn es glitzert. Auch Funkeln ist gewollt. Am meisten liebt sie Sachen gemacht aus reinem Gold. Na gut, der ist mir zuvor gekommen. Da hast du eben Nachrang gehabt. Aber was hast du noch zu sagen? Ein Quest? Hey Skylander! Ich bin auf die Besserwisserinsel gekommen, auf der Suche nach Rat, wie man Geld macht. Und alle Steinköpfe haben gesagt, dass da drüben welches ist. Jetzt muss ich nur noch einen Weg dorthin finden. Hey, ich weiß! Wenn Slobbertrap herkommen und diese alte Statue umschubsen könnte, wäre sie die perfekte Brücke. Klingt weit hergeholt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Was hat er gesagt? Slobbertrap? Okay, es war Slobbertrap. Oh, schade. Habe ich nicht richtig zugehört. Wäre zu schön, um wahr... Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Oh, Seelensterne schauen irgendwie noch grafisch besser aus. Wunderbar. Nein, Vorschau brauche ich jetzt in dem Fall nicht zeigen. Den haben wir schon zur Genüge gesehen. Was jetzt... Zum Sternenhimmel! Was jetzt hier neu ist in Skylanders Trap Team, dass wir hier auch irgendwelche Inselbewohner oder sonstige Abenteurer oder keine Ahnung, was in Zukunft noch auf uns zukommen wird, hier einfach durch die Gegend für uns Quests bieten. Das gab's schon mal, also nicht in Skylanders. Oh nein, Skylander! Die Trolle müssen Verstärkung geholt haben! Wir sind verloren. Was ist das denn für eine Einstellung, Soldat? Ich bin kein Soldat. Dann ist das hier im Moment nicht der richtige Ort für dich, Kumpel. Warum verduftest du nicht und lässt Profis die Sache regeln? Mit Vergnügen! Bleib locker, Kompadre. Hüpf einfach in das Geschütz, dann sollten sich diese Trolle trotten. Genau so. Jetzt beweg. Gut. Bist du sicher? Oh ja, genau da. Nehmt das, ihr fiesen fliegenden Trolle. Ja, du lässt mich auch nie ausreden. Und schon wieder ist er einfach mal aus dem Nichts hier aufgetaucht und unterbricht mich. Oh, echt gemein. Ich trau mich ja gar nicht weitergehen. Slobbertrap. Oh, das ist gut. Du bist mir in die Falle gegangen. Haha, du wirst mir bald in die Falle gehen. Denn ich habe eine Wasserfalle. Das ist schon mal super. Sheep Trip redet mir hier nicht ununterbrochen dazwischen. Es macht halt eben nur Geräusche. Das ist schon mal sehr gut. Da werde ich mal weniger unterbrochen. Denn der Bass hat ja auch noch schließlich ein Wörtchen mitzureden.
Den muss ich ihn hier noch zerstören. Oh, da kommt die Verstärkung. Kann ich das Schiff abschießen? Ja, ich kann das Schiff sogar abschießen. Okay, also. Dann werden wir mal hier aufräumen. Ich kann übrigens in der Luft natürlich auch die Kugel treffen. Also man kann hier gut dodgen, so Hit-and-Run technisch. Oh, das war zu früh. Das Ganze ausnutzen. Man sollte aber tunlich die Kugel irgendwo hinschießen, wo man sie im Auge hat. Damit man sieht, wann sie zurückkommt. So, 100 Damage ist nicht wenig. Und 45 besser mit einem Critical Hit. Aber die Trapmaster haben mittlerweile echt schon mehr Damage. So, jetzt kommt aber unser eigentlicher Gegner hier. Oh mein Gott. Aufpassen, aufpassen. Immer schön die Kugel treffen. Auf keinen Fall irgendwie hier auslassen. What? Die hat absorbiert. Die ist einfach weg. Oh, die zweite Attacke habe ich hier noch gar nicht. Die X-Attacke. Oh mein Gott. Aufpassen. Hälfte an HP hat eh schon verloren. Oh, das war knapp. Mano, mano, mano. Ja, die Kugel immer noch schön erwischt und jetzt ist sie weg. Entweder hat die ein Limit oder hat sie wirklich irgendwie aufgefressen, absorbiert. Oh mein Gott. Schnell hier weiter. Ist gut, aber jetzt bin ich in der Falle. Hab ihn noch abwehren können, den Hit. Da haben wir so ein Schildsymbol gesehen. Anscheinend habe ich den Hit blocken können. Ja, aber schon mal super ist. Ja, und der Bass. Natürlich schaut er nur zu. Wie hätte es denn auch anders sein können? Wie er eine Wasserfalle ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Ist es für eine Entschuldigung zu spät? Slobbertrap gefangen. Ja, ist wohl besser ein guter Hund zu sein, als ein böser Hund. Spielen wir aber die... Oh, da haben wir noch einen Gegner. Den werden wir uns gleich mal krallen. Mein lieber Freund, da hast du dich aber hier ein bisschen verschätzt. Der größte Hund ist eben doch der Beste. Schauen, was können wir mit der A-Attacke machen? Anschleichen? der lässt einfach die Zunge auf dem Boden dahin schmieren. Hm. Okay, aber jetzt kann ich endlich mal ausreden. Und zwar, falls ihr euch noch erinnern könnt, oder falls ihr es... Nein! Und schon wieder! Schnell weg hier! Slobbertrap! Diese Statue muss umgeschubst werden. Und ich dachte, du wärst der Richtige... Was auch immer für den Job. Da hast du vollkommen recht. Nett. Allerdings hat sich in weiteren Gesprächen mit den Steinköpfen herausgestellt, dass ich Geld nicht wirklich brauche. Du kannst den größte Hund ist eben selber doch nehmen. Der Beste. Okay. Jetzt habe ich das Gold dann doch bekommen. Also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Und zwar gab es solche Questtypen sehr, sehr verbreitet. Im zweiten Teil von Spyro auf der PlayStation 1, damals noch hochaktuell, mittlerweile schon sehr, sehr alt. Und das habe ich auch gespielt und der Zweierteil war der einzigste, wo wirklich viele Leute, viele Typen rumstanden, die einfach Hilfe brauchen und Quests anbieten. Das war schon eine tolle Sache, dass man das auch damals gefunden hat und jetzt auch hier wiederfinden kann. Okay. Nix wie rein da. Weißt du, je größer sie sind, desto lauter ist der Knall. Kaboom! Beschuss! Keine Sorge, ich mach das schon. Aber wenn sie größer Kaboom! Sind, dann halten sie auch mehr aus. Ausgezeichnet. So, unter uns. Jetzt wissen wir alles, was es über die entflohenen Schicksalsräuber zu wissen gibt. Es heißt, Wissen ist der halbe Kampf. Aber weißt du, was die andere Hälfte ist? Kämpfen! Gehen wir zurück zur Akademie und überlegen uns, wo wir das noch ein bisschen machen können. Ich alles schön und gut, aber spielen wir jetzt Apportieren. Gut.
Gut, natürlich einiges verpasst, weil ich auch nicht alle Tore öffnen konnte. Aber okay. Immerhin haben wir das Level Daten, schon die du mal. Ich habe die zurückgeschickt hast, analysiert und bin zu dem wissenschaftlichen Ergebnis gekommen, dass wir ganz schön in der Tinte sitzen. Diese geflohenen Schicksalsräuber sind böse mit einem gewaltigen B. Guter Kunden können. Und ich kennen uns mit Bösewichten aus, Max. Wir haben immerhin sehr viel die gefunden. Akeana, Griebels und alles Mögliche gekämpft. Bei allem Respekt, Junge, diese Schicksalsräuber, Umbres, sind viel gefährlicher. Wir müssen jeden finden und einfangen. Pronto! Kein Problem, Bass, mein Kumpel. Sag mir nur, wen wir zuerst suchen und betrachte ihn als Gefangenen. Ich würde den Chompy-Mage vorschlagen. Hauptsächlich, weil er als einziger eine Nachsendeadresse angegeben hat. Den Chompy-Berg. Dort findest du ihn sicherlich. Okay. Oh, und ich habe noch ein paar Dinge zur Akademie hinzugefügt. Sieh sie dir an. Das hier ist ein besonderes Tor, Skylander. Wo es hinführt? Zu ganz besonderen Orten. Deshalb ist es ein besonderes Tor. Ja, super. Dann schauen wir uns das gleich. Wahrscheinlich zu den Skeletons. Ich bin ein Hund. Und diese vielen Knochen. Ich nehme dich gleich raus, wenn du mich nochmals unterbrichst. Also gut, dann schauen wir uns gleich dieses Tor im nächsten Part an von Skylanders Trap Team. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann.